Beweisaufnahme zwischen Luxusvillen. Hier an Nachbars Garagenpfeiler hat er mutmaßlich die Kettensäge angesetzt. Jens Lehmann, einst der Mann zwischen den Pfosten, jetzt offenbar der Pfostenkiller. Das geht auch dem Bürgermeister von Starnberg zu weit. Ich kann den Bürgern immer nur raten, wir leben in einem Rechtsstaat. Das heißt, bitte nicht zur Selbstjustiz greifen, sondern immer sich an die zuständigen Behörden wenden. Aber ein Torhüter denkt nicht lang nach, er packt es an. Denn die Garage versperrt ihm den Blick auf den Promisee. Schon mehrfach gab es Sachbeschädigung, Täter unbekannt, der Rest ist Spekulation. Die Deutschen sind zwar streitlustig, sowas ist dann aber doch selten. Meist wird vorher vermittelt, bevor es heftig knallt, geht es zum Mediator oder zum Schiedsgericht, erst dann vor Gericht. Das wäre wohl auch was für den Ex-Keeper gewesen. Unsere Erfahrung zeigt, dass wenn wir als Außenstehende jede konfliktbeteiligte Person versuchen zu verstehen und denen auch deutlich machen, dass wir sie verstehen, dass dann schon eine große Entlastung eintritt. Dabei ist es uns wichtig, dass die Personen nicht nur auf Positionen verhandeln, also sagen, ich will das, aber ich will das Gegenteil, weil da knallt es offensichtlich, sonst gäbe es keinen Konflikt, sondern wir versuchen herauszuarbeiten, was hinter den Positionen steht. Aber Jens Lehmann verstehen ist nicht immer einfach. Der Ex-Torhüterheld gilt als Arroganzpöbler. Mal kommt er mit dem Heli zum Training, mal schickt er rassistische Textnachrichten über den Kollegen Dennis Aogo an Dennis Aogo. Er hatte sich im Verteiler vertan. Wenn er es wirklich war mit der Kettensäge, dann war es nicht so schlau. Das Kabel der Überwachungskamera hat der Täter zwar durchtrennt, die lief aber mit Batterie weiter. Die Aufnahmen werden jetzt ausgewertet und dann gibt es einiges zu besprechen.